Das ist jetzt einfach mal gar nicht so viel. Ich glaube sogar, wir haben mehr als 9 stehen. Das zeigt einfach nur 9 an gerade. Wir haben schon eine geile Stelle. Wir haben jetzt 2 Steinfelder. Und den ganzen Spaß. Also es ist schon eine ganze Ecke, was wir hier haben. Schauen wir mal ganz kurz nochmal nach, was hier geschrieben wurde. Schönen guten Tag, frisch aus der Schule. Na, hallo der BK. Hi des Streams, der sofort schauen kommen. Ja, Steve. Der Steve ist aus meinem League of, aus unserem Clash of Clans Clan. Ich streame gerade nicht wirklich, ich tue gerade eigentlich aufnehmen fürs Let's Play. Und da habe ich jetzt einfach mal eine pseudo-aktive Twitch-Runde da mit reingepackt. Schön gesagt, Frank. Eine pseudo-aktive Bitch-Runde. Komm, lass uns mal ein bisschen rumbitchen. Ich hab den Baum in Brand gesteckt. Yeah, warum renne ich ja echt so sinnlos mit Feuer rum? Ich habe noch genug Zeit nach Hause zu laufen. Ach, Gehirn muss man haben. Yep. Warum geht das Ding jetzt an? Warum geht mein Camtasia-Studio? Ich habe mein Camtasia-Studio angemacht. Ich hoffe, das sieht man jetzt nicht. Ich hoffe, ihr seht das jetzt nicht. Ich habe aus Versehen gerade mein Camtasia-Studio aktiviert. Nicht, dass das jetzt irgendjemand umbringen würde. Hoffe ich. Aber ist schon nicht schön, ne? Ich will nach Hause zu meiner Mami! Bin ich überhaupt? Ich stehe doch schon wieder vollkommen neben mir. Ja, tue ich auch. Jetzt safe das hier noch irgendwas mittendrin beim Laufen? Super. Geilstes Spiel ever. Oh, ein Bärenbusch mit Beeren. Nehme ich. Gekauft. Alter, dieser Schnee macht mich kirre. Ich denke jedes Mal, dass irgendein Vieh durch den Schnee auf mich zustampft. Wieso ist hier... Alter, wo bin ich hier? Oh, ich bin vollkommen falsch. Das ergibt irgendwie Sinn. Wo bin ich hier? Nicht richtig. Oh mein Gott, schnell zum Feuer, schnell zum Feuer, schnell zum Feuer. Und Ed Fool. Haben wir geschafft, super. Alter, unser Stein ist eingefroren. Krasse Schokolade, Alter. Wir können Survival machen. Wir können Healing Salve, genau. Wir brauchen Stein. Ja klar, wer macht seine Heilsalve nicht mit Stein? Also ich tue meine Heilsalve auch immer Asche, Stein und Spinneneier mit rein. Das ist einfach normal, das macht jeder so. Wer nicht? Heilsalve, klatscht den Stein mit rein. Stimmt, irgendwas musst du jetzt zum Heilen haben. Du nimmst das den Stein, klatscht dir gegen den Kopf, bis du blutest. Dann tust du die Asche drauf, damit es richtig schön brennt. Und dann reibst du die Spinneneier an deiner Wunde. Und das lässt er dann irgendwie heilen. Tada, Healing Salve, so einfach geht das. Oder siehst du auch so, gell? Du reibst dir auch immer mit Spinneneiern übers Gesicht. Deswegen sieht dein Gesicht auch so aus. So, jetzt müssen wir mal gucken. Den Kompass haben wir noch nicht gemacht. Da haben wir noch keinen Papyrus gefunden dafür. Ansonsten haben wir wirklich jedes Survival-Rezept schon gemacht. Wir haben jedes... Nein, aber nicht. Wir haben fast gar kein Licht-Item gemacht. Minerhead, Pumpkin Lantern und eine normal... Was ist das denn? Eine Light Bubble. Okay. Noch nie gesehen. Wir könnten uns eine Luxus-Axt machen. Wir haben ja jetzt genug, dann machen wir uns mal eine Luxus-Axt. Dann können wir uns noch eine Luxus-Spitzhacke machen. Machen wir uns auch mal. Und den restlichen Luxus packen wir... Obwohl, wir können so... Ach, guck mal. Machen wir noch die letzte. Nein, keine Pinguins in meiner Basis. Basis? Schlafen die jetzt hier? Ist es denen ihr Ernst? Mitten in meiner Basis? Scheiß Pinguine. Keiner kann euch leiden, habe ich schon mal erzählt. So, dann packen wir uns mal die Luxusgegenstände jetzt hier rein, weil die habe ich mir zwar gemacht, aber die möchte ich eigentlich nicht benutzen. Das ist, macht man so mit Gegenständen, man macht sie und benutzt sie nicht. Kann ich mir denn noch eine Falle bauen? Eine... Habe ich die gemacht? Müsste doch Survival sein, oder? Alter, diese Pinguine, ich hasse sie. Die rennen mir einfach durch, durch den Ball durch. Ja, guck mal, da ist ein Band. Komm, wir rennen einfach durch. Lalalala. Ah, hier.
Da brauchen wir ein Seil dazu, das kriegt man hin, gell? Ein Seil, so. Und dann machen wir uns noch einmal eine Wolfsfalle. Die blenden wir mal hier hin. Alter, wie die mir einfach durch den Ball durchrennen. Töten möchte ich sie, aber alle. Mehr, los, weg. Da, los. Alter, die ruppen mir einfach den ganzen Ball hier runter. So. Erstmal das mal ganz kurz und dann gucken wir mal. Wir haben jetzt hier noch einmal eine Dingens. Dingens ist sehr gut gegen, du weißt schon was. Gold haben wir hier noch, das kriegen wir nicht rein. Da haben wir einen Vogel gefangen. Schön, noch einer mehr. Flupp. Ist die, oh, die Falle ist kaputt gegangen. Das ist jetzt eher unpraktisch. Wir haben hier noch 8 Steine, das ist auch nicht unbedingt schlecht. Wo ist der Vogel? Vogelbraten mal. Und essen mal. Die Welle müssen wir dann im Sommer wieder aufstellen. Deswegen muss man, glaube ich, auch Steinwelle basteln dann irgendwann. Weil das wird einfach niedergetrampelt nach einer Weile. So, dann holen wir uns nochmal das getrocknete Fleisch hier. Und hängen nochmal... Ach, wir haben gar kein anderes Fleisch mehr. Das jetzt... unpraktisch. Dann essen wir ganz kurz mal. Und haben wieder halbes Leben. Das ist sehr gut. Das ist so gay. Sehr gut, meine ich. So, gucken wir mal. Zählen wir mal durch. Hier haben wir 4 Fallen schon mal. Da haben wir 5, 6, 7, 8. Ist mir die eine kaputt gegangen jetzt? Oh ja, okay. Haben wir nur noch 7, okay. Neun. Das zeigt wirklich alle Fallen an. Wir haben nur 9 Fallen? Boah. Wir sind schon ganz schön schlecht. Also ich bin ganz schön schlecht. Ihr guckt ja nur zu. Okay. Wo bekomme ich ausreichend Grünschwabbel her? Erstmal verifizieren wir das hier alles. Düngen es auf Deutsch. Ich weiß nicht, warum ich den Stein nicht mitnehme, aber okay. So, das dann noch schnell. Dann hauen wir dann noch ein paar Tanzapfen rein. Um das zu überleben. Hier haben wir jetzt noch zweimal das. Könnten uns aber, warte mal, mit dem Stein können wir uns doch hundertprozentig eigentlich das hier machen. Ach, da fehlt uns das Grass jetzt. Natürlich. Was auch sonst. Natürlich brauchen wir auch dafür 3 Tonnen Grass. Der Fachmann würde es ungünstig nennen. Schön finde ich, dass wir so viele Pinguine haben. Die geben uns Pinguineier. Ich weiß zwar nicht genau, was wir damit am Ende anstellen können, aber wir bekommen dann die Schalen der Pinguineier, sobald der Winter vorbei ist. Man sollte sich darüber glücklich schätzen, irgendwas zu bekommen. Oh man, keine Ahnung, warum. So. Die Strohrolle habe ich noch. Na dann, gute Nacht. So, es wird wirklich langsam knapp hier mit dem Essen, weil wir haben jetzt noch 3 Hasen. Ach Quatsch, warte mal, wir haben doch noch viel mehr, oder? Ja, nehmen wir einfach mal das hier. Ja, ich hier mit knapp am Essen. Wir haben hier einmal noch 10 Tonnen Nahrung drinnen liegen, aber es wird knapp mit Essen, natürlich. So, na dann kann ich ja loslegen und dann kann ich mal die Hasen töten. Und zum Trocknen aufhängen. Und dann gucken wir mal, ob wir noch Hasen finden. Da haben wir jetzt noch zweimal zu essen, bevor es knapp wird.
In der Zeit können wir die Hasen schon mal aufstocken für dann. Keiner weiß, wann dann ist, aber dann ist dann später nach ist gerade. Wow. Ah, wir erfrieren. Wir erfrieren. La la. Wunderschön, ja wunderschön. Winter ist es wunderschön. Wir erfrieren. Ja, wir erfrieren. Das ist so wundertoll. Ja, wir erfrieren. So. Da bleibt halt am Feuer. Pff, stirb mich doch auch nicht. Dann braten wir uns schnell das hier. Ich hab ohne Spaß. Was ist das für ein Geräusch? Das ist doch nicht der Schnee. Irgendwas macht hier so ein richtig seltsames Geräusch. Ich weiß aber nicht, was es ist. Die Gräber können es nicht sein. Die haben wir schon alle geplündert. Da ist nichts mehr drin, ne? Ich werd verrückt. Ein bisschen. Dann gucken wir mal auf Twitter. Mal gucken, was da passiert. Ich sag mal Twitter, auf Twitch. Gucken, was da passiert ist. Wie heißt das Spiel? Das Spiel heißt Don't Starve. Und hi, warum kein COC? Ganz einfach, weil ich gerade... das ist kein wirklicher Jetzt muss ich das mal ganz kurz ausmachen. Das ist kein wirklicher, ah, der ist rot, sehr schön. Kein wirklicher Starve-Stream hier, das ist einfach nur eine Let's Play-Runde mit aktivem Chat. Also ihr könnt in dem Spiel jetzt mit kommentieren und blablabla, bla bla, dafür ist das gerade gedacht. Es ist nicht wirklich zum Streamen, da ist einfach nur ein aktiver Chat, den ich über Twitter nutze, wenn du verstehst, was ich meine. Und wenn du nicht verstehst, was ich meine, dann verstehe ich es auch nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ja, dass du nicht hinterher kommst, ist mir schon klar. Brötchen? Bockwurst. So. Man muss so schlagfertig sein. Schinken. Siehst du? Ich meine, laufen. Du wirst von jemandem richtig doof angemacht. So eine Gang aus übelsten Muskelprotzen und so. Und die drohen dir Prügel an. Ruf einfach ganz laut und ganz schnell Schinken. Und dann renn weg. Genau. Die Leute sind einfach so verwirrt, die haben keine Ahnung, was sie gerade von dem wollen ist. Oder haben vielleicht sogar funktionieren. Oder die haben vielleicht sogar vergessen, dass sie uns ins Maul kloppen wollten. Ach, hier entsteht Wasser oder wie jetzt? Der Schnee schmilzt hier anscheinend um das Feuer herum. Das müssen wir mal ausprobieren, warte mal. Krieg ich das Feuer richtig heiß? Glaube ich, die heißeste Stufe jetzt. Wäre interessant, wenn der Schnee anfängt zu schmilzen und irgendwelche Lawinen stehen und Menschen sterben. Wenn Menschen sterben, ist das sowieso sehr interessant immer. Am besten zugucken, ja. Handy raus und filmen. Gar nicht erst helfen, einfach Handy raus und filmen. Und dann wegrennen. Und dann wegrennen. Vorher noch... vorher das Schinkenruf nicht vergessen. Genau. Das finde ich auch so asozial, ey, ohne Spaß. Wenn so Menschen verkloppt werden und du das auf YouTube findest, solche Videos, dann fragst du dich, was haben die Leute in der Zeit gemacht? Haben die sich wirklich daneben gestellt und haben einfach gefilmt? Und dann überlegst du, ja doch, das könnte sein. So bekloppt sind die Menschen heutzutage. Ich werd bekloppt! 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 Ich werd bekloppt! Na, gib her. So. Vogelfalle wieder aktiv. Aktiv. Verstehst du, was ich meine? Ja, was sollen wir auch groß machen? Wir müssen jetzt eigentlich nur warten. Oh, wir müssen jetzt eigentlich warten. Wir können hoffentlich noch... Nein, können wir natürlich nicht. Wir können auch keine Schlafrolle mehr machen. Das heißt, wir müssen die Nacht überschlafen, überlaufen. Dann, ich glaube, diese Folge wird Schinken heißen. Steve, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich werde diese Folge Schinken nennen. Übrigens ist das schon die zweite Folge. Die erste Folge kommt heute und die Folge, in der wir uns gerade befinden, die kommt dann morgen. Und die Folge, in die wir jetzt gerade reinrutschen, in dieser Minute, kommt dann übermorgen.
Und ich renne jetzt einfach mal die ganze Nacht sinnlos im Kreis. Nein, natürlich nicht. Wir gucken mal ganz kurz, was wir noch basteln können. Wir können noch eine Bienenbox basteln. Dazu müsste ich erstmal... Doch, wo Bienen sind, weiß ich. Dann müsste ich mal gucken, ob ich mir einen Kescher basteln kann schon. Feigt? Können wir uns hier einen Kescher basteln? Kescher? Kescher? Ich kann mir eine Fleischkeule basteln aus einem Stock und Fleisch und einem Schinkenschwanz. Schinkenschwanz. Sogar. Kennst du die Schinkentiere? Die haben auch einen Schinkenschwanz. Aua, es tut schon weh irgendwie. Ja, die Dummheit, wenn dir das stimmt. Schinkenschwanz! Wenn man kein Abitur hat. Du hast auch kein Abitur? Irgendwie so macht. Ja, nur weil ich Abitur mache, heißt es nicht, dass ich es kann. Ich kann auch Abitur machen und mit 5,0 dann am Ende des Jahres rausfliegen. Ach, wir haben einen Vogelcatcher. Na, das ist ja super, aber auch Vogelnetz genannt.